Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Minecraft Let's Play mit Kathi und Felix. Na? Hallo. Kommst du langsam die Treppe hoch da unten? Auf dem Balkon bin ich da. Leute, willkommen zur letzten Folge von unserem Let's Play. Ja, muss... Vorsicht, vielleicht nicht da hoch, dann fällst du nämlich noch runter. Das wollen wir nicht. Du hast keine Rüstung an. Du bist so tot, wenn du hier einmal runterfällst. Das ist wirklich wahr, ja. Du hast deine ganze Rüstung, hat Kathi auch hier unten ausgezogen. Stimmt, ich hab die ausgezogen. Ja, weil schaut euch mal an, Leute. Wir haben unser Wohnzimmer fertig jetzt hier. Er ist mega schön geworden. Besonders das Gemälde von mir. Das Gemälde von Kathi, das ist Kathi und daneben mit dem Schweinsgesicht, das ist Schmalf. Das ist der Alfie, Leute. Ihr habt's gesehen und wir haben auch oben, das war echt eine coole Idee von Kathi, muss ich sagen. Das ist mein Bett hier mit dem Grün und Grün drumherum und hier Rosa drumherum, logischerweise Kathi, ja. Das ist ihr Bett. Wir haben ja noch so einen Schallplattenspieler, wir haben einen Lesepult und so weiter. Und unseren Balkon selbstverständlich immer noch. Und die Bahn da unten, die müssen wir heute benutzen in der Folge, Leute. Ich habe extra mich schon ausgestattet mit Schienen und so weiter. Denn es ist wirklich die letzte Folge heute von diesem Let's Play. Die allerletzte Folge. Aber morgen um 18 Uhr. Vielleicht auch 19 Uhr mal schauen. Ich glaube 19 Uhr. Sagen wir 19 Uhr. Morgen um 19 Uhr gibt es einen Minecraft-Livestream von Kathi und mir auf unseren beiden Kanälen. Ja, also checkt auf jeden Fall auch Kathis Kanal ab, links in der Beschreibung. Und aktiviert auf diesem Kanal die Glocke. Du hast einen Papagei mitgenommen, ist auf deiner Schulter. Ich wollte deinen eigentlich hin, damit der rumflattert, weil das voll niedlich ist. Ja, du kannst die beide wieder zum Flattern bringen. Um 19 Uhr morgen, Leute, machen wir einen Livestream. Seid alle dabei. Und da werden wir dann den finalen Kampf machen, Leute, mit dieser Burg hier zusammen. Und da wird es dann auch den Download geben von dieser Welt. Oh, ja. Also, wenn ihr Bock habt, also ich weiß nicht, habt ihr überhaupt Bock auf den Download von dieser Welt? Wollt ihr die Welt haben? Dann drückt mal einen Daumen nach oben, Leute. Ja, dass wir auch nochmal sehen hier. Wirklich, wir haben jetzt hier über 125 Folgen gemacht. Wenn ihr das Projekt geil fandet und bis jetzt zugeschaut habt, dann drückt einfach mal fett den Daumen nach oben, Leute. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Auf jeden Fall morgen beim Livestream dabei. Wir spielen dann beide, oder? Ja, klar, spielen wir beide. Genau. Also, du kannst auch einfach daneben stehen, aber du kannst auch spielen, wenn du willst. Nein, ich meine, wir streamen beide. Mann. Wir streamen beide, yes, wir streamen beide. Das heißt, ihr könnt beide Streams parallel laufen lassen oder sowas, wenn ihr Lust habt. Aber Leute, wir können uns dann zuschauen zum letzten bis Mal. Das dann soweit beantworten wir natürlich auch noch so ein bisschen Fragen und quatschen noch so ein bisschen. Ne? Richtig, mal noch einen schönen Stream machen wir nochmal zum Abschluss, also ich Leute. Ich mache das zumindest, hier ein bisschen Fans. Ich werd auch noch ein bisschen quatschen, Leute. Mhm. Muss man auch echt sagen, wir haben was Geiles aufgebaut hier in diesem Let's Play. Es ist so viel los. Wir haben die ganzen Dorfbewohner, die jetzt gerade alle hier zum Abend nach Hause gehen, das auch nochmal schlafen gehen, ja? Die wissen noch nicht so ganz, wer wo wie wohnt, irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber manche sind immer mit der Bahn unterwegs hier, ja? Aber wir haben wirklich was Geiles aufgebaut. Wir haben wirklich was Geiles aufgebaut. Ich kann nur nachts schlafen. Ja, es ist. Hä? Ist noch nicht Nacht? Und ich glaube, dass du deinen Papagei. Jetzt. Deinen Papagei nicht aufsetzen. Kann nur ich wahrscheinlich. Genau. Ja, musst du wahrscheinlich nochmal. Schläfst du jetzt mittlerweile oder? Ah. Ja, ich. Ja. Okay. Aber Leute, was ich machen will, ist einmal hier runterlaufen. Oh Gott, ich habe gleich die Schildkröte. Ja, Vorsicht, please nicht machen. Oh Gott. Hör auf, geh weg da. Ja. Ups. Noah. Nein, geh raus! Ja, ich muss was aufsammeln. Ich habe hier. Mit irgendeiner Taste switcht man das nicht. Die haben auch die Fische oder so, die kriegen die alle auf einmal vereist, wenn ich darüber laufe. Muss immer aufpassen, Leute, ja, wenn man hier jemand ist wie ich. Manchmal geht das aber nicht, voll komisch. Jetzt ist es wieder da. Ich glaube, wenn du springst, kann das sein. Keine Ahnung. Wenn du springst, geht's quasi nicht. Aber ich muss aufpassen, muss die Schuhe jetzt mal ausziehen. Denn ich bin ja auf dem Weg hier zu einem Pönderchen, Leute. Den wollen wir nämlich ins Schloss noch bekommen. Und das Ding ist, um den ins Schloss zu bekommen, sehe ich eigentlich nur eine Möglichkeit, und zwar Schienen. Wir haben ja ein Schienensystem schon. Kathi, du musst die alle mal anhalten, okay? Dein Job ist mal, alle jetzt anzuhalten, die hier feuchtfröhlich hier rumrasen. Ja, weil wir müssen jetzt den Weg ja sperren einmal. Ist ja gerade ein Sonderzug, weil es ist der Sonderzug nach Banco. Und der fährt jetzt einmal zum, nicht nur dahin, sondern auch noch zum Schloss. Da halte ich die am besten hier beim Brunnen irgendwo an. Ne? Nee, da fahren wir längs. Du musst sie irgendwo hier voran halten. Kathi, ich mach das schon. Alles hier, aber nicht irgendwie, dass alles entgleist oder so. Du musst ein bisschen aufpassen. Ja, dein Job ist, die hier so aufzuhalten. Au! Die haben sich wehgetan. Ja, okay, das war eine schlechte Idee. Das war eine katastrophale Idee, Felix. Sorry. Kann man denn nicht einfach? Die werden sie halt kurz wegmachen, ja. Wegmachen oder zwei. Ja, und dann machst du so. So. Kannst du das wieder ranmachen. Du hast ihn verletzt, ne? Der hat so lange gefahren, auf einmal mit dem Kopf dagegen. Gott sei Dank war es Wolle. Ja, aber habe ich noch einen guten Block, da habe ich noch dahin gemacht für. So, okay, aber wichtig ist, dass alle anhalten und dass nicht irgendeiner nicht anhält, ja?
Aber ich glaube, es sollte funktionieren. Ich glaube, die kommen ja schon an. Sie kommen, sie sind auf dem Weg. Oh, bumm, da ist er. Oh, hast du ihn gehört? So. Oh, schade. Er hat sich auch ein bisschen angehört wie Alfie, ja? Oh nein, oh, nein! Bleib stehen! Halt ihn auf! Wie denn? Halt ihn! Ich hab alle anderen aufgehalten, du musst ihn nein, ich glaube nein! Los! Nein! Nein, Felix! Nein, er fährt! Nein! Du musst ihn jetzt zurückschicken! Oh nein! Ich schick ihn zurück, ich hab ihn. Boah, aber okay. Er hat echt gedauert, bis ich ihn wieder hatte. Let's go! Mein lieber Scholli, ey. Alter, das war eine Aktion. Ja. Also er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Ja. Er fährt noch, er ist gerade hinter den Schweinen. Und er kommt jetzt wieder ins Haus lang und hoffentlich bleibt er jetzt auch stehen. Ich hab die Schienen weggemacht und und trotzdem alle! Wie sind denn alle wiedergekommen? Oh, Kathi! Geh weg, Kathi, ich regel schon, ich regel das. Ich hab Wolle jetzt, ich kann's jetzt reinbauen, du musst nur einmal weiterschieben. Oh nein! Das ist komplett weg. Kathi, das ist jetzt deine Aufgabe, ja? Oh, ich kümmere mich darum, unseren Sondertransport nämlich hier nach oben zu bekommen. Und zwar hier Mr. Panda. Und ich würde sagen, Mr. Panda startet von hier aus. Hier vom Strand aus startet er. Ja. Dann muss ich einmal hier so ein bisschen ein Wegchen bauen, ja? Dass es nicht so anstrengend ist für ihn. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, das geht nicht. Kann ich dir helfen? Hm, na, das passt schon. Du kannst ein paar Redstone-Fackeln holen, das wäre super. Haben wir da noch welche hier unten? Ja, ja. Ja, ja. So. Haben wir hier voll den Stau und lauter wütende Bahnfahrer vor unserer Tür. Alles wie immer. Beschwerdebrief. Ja. So, das hier kommt nämlich jetzt weg und jetzt machen wir so. Okay, und damit ist die Bahn hier angeschlossen. Also, so kann er auf jeden Fall, können wir ihn jetzt gleich da anbringen, ja, den wichtigen Gütertransport. Es gab mal in Wuppertal, da haben sie mal mit der Schwebebahn, wisst ihr, die haben ja keine U-Bahn, sondern in der Luft ist so eine Schwebebahn, die hängt dann so oben dran und schwebt durch die Stadt durch. 6 Stück. Sehr gut. Du kannst hier vorne schon mal powern. Musst du einfach nur daneben stellen. Du musst nicht mal da drunter. Einfach nur immer nicht neben jeden, sondern halt so, weißt schon. Wir brauchen, ja, und du kannst noch ein paar mehr holen. Wir brauchen gleich noch welche. Aber in diese Schwebebahn haben sie mal einen Elefanten, so einen Zirkuselefanten, wollten sie mal da durchfahren. Der fand das gar nicht cool und der ist dann ausgebrochen. Und Gott sei Dank ist er über dem Fluss, über der Wupper ist er ausgestiegen. Also durch die, ausgestiegen im Sinne von durch die Fensterscheibe gebrochen. Und ist dann in der Wupper, aber kaum verletzt eigentlich. Ich glaube sogar unverletzt ist er gelandet. Das ist die Geschichte vom Elefanten ja, aus der Wupper, toll, aus der Schwebebahn. Ist eine wahre Geschichte. Ist in den ich erinnere mich da so dunkel dran. Hast du da schon gelebt? Das glaube ich nicht. Ist schon ein bisschen her. Ich glaube so 50er, 60er, 70er Jahre, irgendwie sowas. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Okay. Auf jeden Fall, Leute, der Sonderzug, der biegt jetzt hier ab, ja? Oh Gott. So. Das ist jetzt der Sonderzug. Und der muss tatsächlich, da muss hier richtig eine Brücke muss ich fast, weil das ist, wir wollen ja den Panda hier nach Hause bringen. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum du das hier lang machst. Ich werde den Sonderzug, bringen wir den hier lang wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, fast den. Irgendwie muss ich ja hier so ein Dauersignal anbringen. Kat, ich brauche dringend wieder rote. Ich komme ja, hab alles, ist aber so weit. Rote Steine, Red Stonies. Okay. Red Stonians brauche ich, aber ich baue es eh, glaube ich, noch ein bisschen anders. So, hier lassen wir das nämlich. Wir biegen nämlich schon ein bisschen vorher ab. Ey! Was ist los? Ich habe meine Spitzhacke. Nee, gut, vergiss. So. Huch, das geht wohl nicht. Nimmst du die oder was? Fast, warte. Zack, jetzt geht's nämlich. Und dann tausche ich das hier nochmal aus. Das auch. Perfekto, so. So kann das hier nämlich weitergehen. Hier geht's wieder runter. Mach hier hoch. Wo lang? Ich würde hier drüber gehen, damit wir einfach schon straight da raufkommen, oder? Ja, so mache ich das, hier. Ah, okay. Ups. Okay, und dann geht's nämlich, geht der Weg hier hoch, das wird schon, das passt schon, das ist schon easy. Wie kommen wir aber denn in die Burg rein? Ja, da müssen wir einmal die Leitung überbrücken. Deswegen brauche ich die, das kriegen wir aber hin. Easy. Ich mache extra gerade hier alle Blöcke, damit wir leichter nach wissen, welche wieder weg können. Mache ich hier extra gerade alles mit Wolle.
So. Zack. Und dann geht's hier den ganzen... Ah, da können wir sogar auf dem Weg fahren. Boah, das ist aber ein harter Weg, ey. Da braucht es richtig viel an, ups, scheiße. Da braucht es richtig viel von den Boosterblöcken. Aber ich habe auch echt viele gemacht, aber ich dachte, es hätte locker reichen müssen. So. Oh, hier geht's nicht. So, dann aktivieren wir das nämlich auch nochmal. Das aktivieren wir. Boah, ist auch alles an, perfekt. Ja, wobei, das wahrscheinlich hält das schon. Ich meine, der wiegt halt einiges, ne? Nachher passt er nicht rein. Oh Gott, wenn er nicht reinpasst, ne? Das wäre ein bisschen doof. Oh Gott, meinst du, dass er zu fett ist? Ja, ja, es könnte schon sein, ich weiß es nicht. Bauen wir mal nach oben. Ich sorge mal kurz dafür, dass das hier dauerhaft offen ist. So schon mal nicht. Ich glaube, da muss ich einen Block tatsächlich wegmachen und den hier hin tun. Perfekt. So, jetzt nehme ich dauerhaft offen. Eine schwarze Rolle habe ich. Okay, haben es wieder austauschen am Ende. Und dann können wir nämlich hier schön... durchfahren. Und dann wird der Panda direkt hier reingefahren. Und fertig, Leute. Hier kommt nämlich der Panda dann einfach an und der soll hier irgendwie so ein bisschen, der soll auf die Burg aufpassen von innen, während wir jetzt wechseln bis zum Livestream. Der soll da schön aufpassen. Das wird sein neues Zuhause hier. Das wird die Panda-Welt hier drin. Ja. Oh, interessant, wie du gebaut hast. Ja, das war alles nicht so einfach. So kannst du machen. Dann kommt er hier an, ja. Dann kommt er hier an, aber das muss definitiv hier... Hoffentlich kommt er da hoch. Oh, ja, das muss ich nochmal mit Antriebsschienen ersetzt werden. Hast du noch? Ich hab ja, ja. Nur noch... Easy peasy. Ich hab nur Sensorschienen, das ist was anderes, ne? Ja. Keine Ahnung, ob du Sensorschienen eingepackt hast, aber das okay. Das weiß ich nicht, die waren halt da. Und dann... Zack. Zack. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wird auch aktiviert. Und dann können wir das ganze Ding hier schon starten, ne? Oho. Dann kann das ganze Ding hier schon mal losgehen. So, auch nochmal eine schöne Antriebsschiene. Perfekt. Ich glaube, der ganze Weg ist fertig. Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir das eigentlich hier recht weit genug fertig gemacht hier. Die ist noch nicht aktiviert hier, aber das können wir schnellstens ändern. Die ist nicht aktiviert. Ja. Da kriegen wir die aktiviert. Dann muss ich einmal nochmal eine Wolle hinsetzen wahrscheinlich. Zack, jetzt krieg ich's aktiviert. Und fertig. Okay, das ist auch aktiviert. Mhm. Das reicht dann hier alles. Hier ist auch genug. Okay, eigentlich reicht das. Okay, wir können fliegen. Okay. Autsch. Oh Gott, ich kann nicht mehr fliegen. Jo, Alter. Ich krieg's. Kati kann eh nicht fliegen, ich weiß. So. Gebratenes Hühnchen. Also. Hier vorne ist er. Boah, die Nacht. Mal gucken, ob wir noch vor der Nacht durchbringen. Wobei, so einen Schwertransport machen wir eh immer Nacht, ne? Damit dann keine Dorfbewohner irgendwie gestört werden. Stimmt, genau. Panda McPandaface. Ich fahr kurz mit ihm zusammen weiter. Ich kann irgendwie nicht mehr einsteigen. Was ist denn da los? Zack, jetzt bin ich drin. So, Panda McPandaface. Ich bin gerade zur Sonne geflogen. Zur Sonne. Stark, Kati. Ich bin ganz toll hoch. So, Mr. Panda. Jetzt müssen wir hier noch eine Sache machen, damit er darauf geht. Kati, ich brauche super schnell bitte einen Minecart. Kannst du mir bitte schnellstens eins holen, damit wir das hier machen können? Schnellstens. Das wäre super. Und dann baue ich nämlich das jetzt ein. Damit der Panda auch hoffentlich auch wirklich nur direkt dann darauf geht. Auf die Bahn. So, ja. Wir haben keins mehr. Dann muss ich hoch in die Burg, da haben wir nämlich noch... Kati, da waren 1000 Minecarts. Ich baue aber selbst eins. Alles gut, ich baue selbst eins. Was? Da waren die... Doch, die stehen ja alle in den Minecarts drin. Ja, so. Aber die will ich da nicht rausnehmen. Ich habe selbst, einen gecraftet. Alles gut, Kati, alles gut. Also ich hab schon... Eisen? 5 Eisen hatte ich noch. Ja. Okay, also... Die Lore ist gesetzt. Jetzt ist die Hoffnung, dass der Panda McPandaface direkt umsteigt. Aus seinem Bötchen. Oh Gott, ich hab ihn einmal gehauen. Ah, jetzt ist er sauer auf mich. Ja, 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 es tut mir leid, ich muss halt das Boot weghauen. Gib ihm, was muss man ihm geben? Bambus? Panda McPandaface, komm her. Oh nein, es kommen irgendwelche Zombies, die uns angreifen wollen. Komm schon. Komm hoch. Ich glaube, er mag... Jetzt, jetzt, jetzt! Er muss nur hochkommen. Oh Gott, ich trau mich nicht dahin, weil er sauer auf mich ist, Kathi. Du musst einmal... Du musst... Na, bringt an dich. Kannst du das... Oh, da ist ein Angreifer. Ja, Angreifer, ja. Felix! Ja, 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 ja. Scheiße, ja. Ich hab... Oh, fuck.
Kathi. Wir müssen den irgendwie. Ja! Ja, muss, alles unter Kontrole. Kein Problem. Der greift den nicht an. Nein, macht er nicht. Ich mach das schon, Kathi. Der greift nur mich an. Ich mach schon. Ihr macht es schon. Ich will nur nicht, dass der Panda abhaut, weil dann haben wir ein ganz anderes Problem. Und war es alles umsonst, dass wir das Ding gemacht haben. Kommt der Panda hoch? Nee, ich glaube nicht. Wir müssen irgendwie unter den Baum. Trinkst du gerade irgendwas? Nein. Irgendjemand trinkt. Ach, da vorne ist ein Händler. Einmal trinkt der nämlich irgendwas. Ja, der ist ein Händler mit. Der hat irgendwas. Der hat irgendein Gift oder so am Start. So, der Trunkene ist weg. Ich glaub, wir müssen ja, Kathi, du musst mit den Panda. Nein, den Panda musst du da mal. Ich kann nicht mehr ran, leider, weil ich die Boot abgebaut habe und ihn dabei wehgetan habe. Du musst ihn halt hoch. Du musst ihn da mal reinschubsen. Versuchst du das mal? Weil sobald ich hier unten bin. Ja, ja, sehr gut. Ist Gefahr, dass er mich angreift. Schwerlasttransport! Er hat echt Bock da drauf. Ich glaube, vielleicht kann er nicht mehr Minecart fahren. Dann wäre es alles umsonst gewesen. Jetzt ist er erstmal. Ja, fein. Genau. Kutschi. Lass ihn erstmal fressen. So. Ich glaube, der passt da nicht rein. Als ob. Das wäre so dumm. Nochmal in der letzten Folge geht? So ein Fail, Leute. Ja, dann passt er da nicht rein. Stand irgendwo, ob das geht oder. Nee, aber er passt ja in ein Boot. Deswegen dachte ich, passt ja auch in den Loch rein. Haut ab. Oh Gott. Scheiße, das war's. Als ob wir das extra gebaut haben, umsonst. Schubst ihn da rein. Ich versuche. Ah, nicht ins Wasser. Ich glaube, der kann da nicht rein. Das war umsonst. Versuch ihn irgendwie. Ja, lass ihn mal laufen. Okay. Nee, der schiebt das weg. Der schiebt die Lore weg. Er kann nicht da rein. Es war umsonst. Oh nein. Nein, Leute. Warum tust du mir das an, Panda? Warum kann ein Panda in ein Boot und nicht in eine Lore rein? Wieso? Oh, ärgerlich. Es war als komplett umsonst, was ihr gemacht habt. Aber Leute, es ist halt... Ich meine, die ganze Staffel hat ja davon gehandelt, ja, unser ganzes Minecraft-Projekt, dass wir viele Sachen erst lernen mussten und dann irgendwann wussten wir es besser. Aber jetzt, ja, das war einfach umsonst. Also wir können es nutzen, die Schienen, um irgendjemand anderen da jetzt reinzubringen, aber der Panda, der wird jetzt einfach, vielleicht läuft er irgendwann von alleine da rein, das weiß ich nicht, aber, Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass er vorher in irgendein Lagerfeuer läuft und stirbt. Ja, du hast recht, das ist wahrscheinlich wirklich leider das Wahrscheinlichste. Aber was wir machen können, ist die Dorfbewohner, die hier drin sind sozusagen, die können wir einfach dahin reinschicken. Mhm. Oh Gott, nicht falsch rum. So, die können wir einfach dahin schicken. Dann gehen die Dorfbewohner jetzt, kommen, dann werden dann in die Sicherheit gebracht im Endeffekt, ja? Die Dorfbewohner, ne? Die fahren jetzt hier. Was? Ja, die Dorfbewohner fahren jetzt. Ah! Was ist los? Hier ist auf einmal ein Zombie-Ding-Angriff. Und ich hab gerade gegoogelt. Ach so, Mega-Zombie-Angriff oder was? Nee. Okay. Nicht so, jetzt fahren sie nämlich hier, guck. Immerhin, unsere Strecke, die wir gebaut haben, funktioniert perfekt. Die kommen alle jetzt hier rein. Da sind sie alle. Dorfbewohner, alle sind jetzt hier. Jawohl, bum. Oh nein, nicht rückwärts fahren, nein! Oh Gott, einer fährt rückwärts. Kathi, ich muss sie aufhalten. Still auf, lauf, Kathi, lauf doch! Oh. Nein! Okay, der eine. Der fährt ins Meer, du musst ihn holen! Oh Gott. Kathi, du kannst fliegen. Ich mach schon, ich flieg. Du weißt, dass du fliegen kannst? Nein. Lol. Immer wenn ich's versuche. Es sind echt mehrere Zombies am Start. Noch mehr? Mit einem Schwert. Was, hier sind überall welche? Ja, ist wieder so ein riesen Zombie-Angriff. Ja, wir sind. Oh nein, da hat ein Dorfbewohner ein paar Zombies. Echt? Felix! Scheiße, ja! Oh Gott, ich werde ab. Oh. Ich bin ein bisschen am Arsch, weil ich muss dringend was essen. Und Schuhe anziehen. Oh Gott, was für eine Chaosfolge. Alter, was ist hier nochmal los zum Ende? Nicht nochmal sterben, ey. Wo bist du? Hier, ich hatte kein Essen, deswegen war ich ein bisschen... Also, leider ist jetzt ein Dorfbewohner tot. Echt? Ja. Ja, scheiße. Einen haben wir verloren. Bisschen Schwund ist immer, ne?
Kann man auch nichts machen. Es ist Leben aber auch noch genug. Sind auch, und vor allem die Lamas sind auch sauer auf mich. Ich wollte euch retten, Mr. Lama und so. Aber irgendwie wollten die es halt nicht. Und der Panda ist natürlich der Chill hier, ne? Für dich ist nämlich das ganze Chaos hier. Für dich ist das Chaos. Und der Zombie, der eine ist aber, glaube ich, wieder hochgefahren. Ich glaube, der müsste hochgefahren sein, weil den habe ich eigentlich zurückgeschickt. Ne, er kommt wieder. Bleib hier! Lol, ich wollte ihn aufhalten. Nein, nein, nein! Oh Gott. Gott sei Dank. Dachte ich auch, tatsächlich. Aber habe ich nicht. So. Und zack, hoch geht's. Jetzt fährt er da rein, wo er hin muss. Es sei denn, ich glaube, wenn er ankommt, fährt er nämlich wieder rückwärts. Das ist das Problem. Also ich habe jetzt mal da unten zugebaut. Der kann auf jeden Fall nicht mehr ins Wasser. Okay. Also ich glaube aber, Leute, wir haben erfolgreich. Haben wir zumindest jetzt Leute dann, auch wenn es der Panda nicht ist. Ja, eigentlich wollten wir den Panda dahin schicken. Oh, aber der Panda liebt mich und isst immer Bambus. Das ist sehr süß. Na gut, immerhin das. Immerhin das. Aber hier... Oh Gott, noch Creepies. Oh Gott. Und durch. Alle rein und... Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg mit dem Mr. Creeper. Nicht noch mein Dorf. Der läuft auch nicht irgendwie hinterher, oder? Nein, nein, nein. Es gibt verschiedene Arten von Panda. Ich habe die noch nicht 100% verstanden, aber eigentlich nicht so... Sind die nicht so... Sehr enttäuschend. Also diese Panda-Sache war jetzt sehr enttäuschend. So. So. Auf jeden Fall... Oh. Ja, es geht jetzt nicht mehr ganz mit den Schienen, aber wir können die Schienen ja wieder abbauen jetzt hier. Brauchen wir jetzt ja gerade nicht mehr. Stimmt. So, leider habe ich hier einen Block kaputt gemacht. Zack, zack und raus. Und wieder zu. Okay, perfekt. Alter, meine Spitzhacke ist so schnell. Ich mache immer den Boden kaputt hier. Aber so brutal direkt. Okay. So, die restlichen Schienen können wir erstmal stehen lassen. Können wir vielleicht noch gebrauchen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, wir haben über Nacht jetzt hier nicht den Schwertransport von Panda geschafft, ja, aber immerhin war es Nacht und keiner hat es gemerkt, weil alle geschlafen haben. Aber wir haben einige Dorfbewohner jetzt hier drin. Ich komme, Kati, wir dürfen jetzt nicht mehr rauslassen. Ja, die müssen hier bleiben. Ja, das sind unsere letzte Reserve, weil wir werden in der nächsten Folge, Leute... Das Schwein, Felix, das ist Schwein rausgelassen. Hä, wie denn? Ach, weil es jetzt zu war. Ja, das ist hier rausgelaufen jetzt. Oh nein. Ah, ja, dann ist das erstmal weg. Oh, gut. Mach mal zu, damit das Ticken bleibt. Ja, wie soll ich denn zumachen? Ich hab den Block nicht, den musst du eingesammelt haben. Perfekt. Aber das ist jetzt nicht richtig, ne? Ja. Weil da fehlt irgendwas. Nein, das Ticken! Tu's wieder rein! Ja, du musst was holen nur dafür. Dann kommt es wieder. Mal bitte erstmal wieder rein. Wow. Das Ticken. Wie soll ich denn reintun, Kati? Du musst ein Seed holen, um das wieder reinzuholen. Was für ein Seed? Ich hole selbst einen Samen, damit der hinkommt. Dann musst du ihn deswegen ja holen. Du solltest es wieder reinschubsen. Schubsen, das ist nicht so leicht. Aber ich hole dir extra Seed. So, dann kriegen wir, damit wir das wieder reinbekommen. Du musst mir aber helfen und es im richtigen Moment wieder aufmachen, ja? Ja, aber das ist gerade schlecht, weil jetzt hängen die Dorfbewohner da rum. Die sind nämlich jetzt in das Loch gefallen hier vorne. Scheiße. Oh Gott, das ist so traurig. So, jetzt komm ich. In dem Loch drin. Nee, ich kann dich gerade nicht reinlassen. Ach was. Du kannst mich nicht reinlassen. Warum das denn? Nee, gerade nicht, weil dann würden die doch. Hier, die machen Loch. Oh, die machen Liebe, dann gibt's gleich ein neues Kind. Wahrscheinlich landet das da unten drin. Wieso ist da unten denn jetzt wieder ein Loch? Ja, der ist da reingefallen. Ich weiß nicht, da war ein Loch. Was ist da nicht hingemacht? Oder ist da sofort reingefallen? Leute. Also, eine sehr repräsentative Folge auf jeden Fall für unser Let's Play. Am Ende, das muss man wohl sagen. Holy shit. Stimmt. Es ist ganz im alten Stil nochmal, ne? Ich dachte, wir sind mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber anscheinend nicht. Wir haben alle nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt, bevor wir im letzten nochmal abschließende Folge machen am Ende, Leute. Das ist bestimmt super dann. So. Aber kann ich jetzt reinlassen oder ja, immer noch? Ja, du siehst, die sind immer noch direkt an der Tür. Was soll ich denn machen? Kannst du nichts machen. Ich kann nichts machen gerade. Hühnchen, dann bauen wir hier an der Seite kurz was auf, Kati. Dann machen wir hier mal irgendwann an der Seite was auf. Dann nicht hier, warte, ich baue auf. Du baust auf, ja? Und ich hol's her. Chicken, Chicken, komm her. Chicken. Es kommt. Wenigstens Chicken kommt zurück. Jawohl, guck hier und dann machst du hinter mir zu, ja? Oder mach noch nicht zuerst, ich geh nochmal raus, nämlich wieder. Chicky! Als ob er genau in der Tür stehen bleibt! Ist dein Ernst oder was? Okay, schnell, Kati, mach zu. Okay. Ist die Frage, krieg ich jetzt. Soll ich noch. Heißt Weizen gerade? Nee, ne? Soll ich kurz Weizen holen? Ich hab einen Weizen, ja. Dann mach mal einen auf und dann werfst du ihn einfach raus.
Weißt du, das ist so ein bisschen wie die Arche Noah. Wir bauen hier. Bitte. So nein! Okay, mach beides wieder auf schnell. Mach beides was wieder auf. Was ist das denn? Mach auf. Oh Gott. Schnell, mach auf. So, und dann gib mir wirf mir es irgendwo hin. Damit ich einsammeln kann. Das Chicken will nicht mehr. Chicken, komm. Jawohl. Okay, mach hinter mir zu. Schnell. Warte, ich hab keinen Block. Du hast den Block eingesammelt! Hier, Kathi, den Block, der Block. Da, bitte. Achso. Chicken kommt. Komm rein. Hey. Hallo? Oh Gott. Junge. Oh Gott. Hey, hier. Wieso steht es? Achtung, dann kommt ein Dorfbewohner. Mach zu! Warum machst du nicht zu? Der ist weg. Kathi, halt dich jetzt bereit zum Zumachen. Chicken, komm. Chicken, kommt. Kann nicht sein, das ist... Mrs. Chicken. Bring jetzt erstmal... So, hier, komm. Kuh. Bring jetzt eine Kuh rein. Wir müssen so eine Arche Noah, weil es von jedem Tierchen irgendwas. Ich geb's auf, Alter. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht deren Ernst sein. Los, husch. Go. Hier rein. Komm hoch. Es ist abgehauen. Es macht's einfach nicht. Ist einfach abgehauen. So richtig extrem auf einmal. Nö. Komm. Hühnchen. Rein hier. Hühnchen. Nee. Hühni. Hä? Es hat einfach keinen Bock. Du musst da rein. Geh weg, Kathi, geh weg. Du musst nur gucken, dass du zumachst. Ich stehe hier die ganze Zeit. Ne, gerade eben ist er rausgegangen, deswegen habe ich gesagt. Ja, aber ich stand vorher 10 Minuten an. Jetzt, pass auf, ist es fast drin? Nein, es macht komm. Nicht. Komm. Hühnchen. Na, komm. Hallo? Hier ist Weizen. Na, komm. Wie Alfie manchmal, wenn man sowas von ihm will und er denkt sich so, nö, kein Bock. Komm. Du schaffst es. Geh doch einfach da rein. Komm. Vergiss es. Komm! Wieso bleibst du da stehen? Ist es verrückt oder was? Was ist es denn? Es geht nicht hier rein! Junge. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Ich muss einmal. Aber was ist denn jetzt mit den Dorfbewohnern? Gott, nein. Kathi, ich hab die aus Versehen freigelassen. Komm, nein! Hol schnell, du musst hinlaufen. Nein! Oh mein Gott, er ist weg! Felix! Das war mein Fehler. Holy shit, wieso? Wieso hauen die denn sofort ab? Ja, hol ihn schnell wieder. Ja, ich geh auch. Kannst du hier bleiben? Bleib mal bitte hier und mach. Pass auf, dass nicht die Dorfbewohner hier rausgehen. Ja, ich versuch's. Als ob die können ja auch nirgendwo hoch, ne? Hier können sie erst hoch. Das ist erst der Weg hoch. So, liebe Dorfbewohner, kommt einfach hier hoch, bitte. Ist der Vogel jetzt bei mir oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein. Hier. Den Weg nach oben baue ich jetzt hier. So. Dann kann ich hier oben wieder zumachen. Komm! Nein! Mein Güte! Oh Gott, ich hab Aggros gerade. Jetzt ist dieser Vogel schon wieder rausgeflogen. Ich glaube, es ist gut, dass das hier die letzte Folge ist vom Let's Play. Wir verlieren langsam unseren Verstand so hier. Felix, ist oh das nein, Gitter Chicken auf? Ist hier. Da jetzt sofort rein. Was ist los? Was ist los? Ich muss da rein jetzt, wenn das Gitter auf ist, please. Das Gitter ist nicht offen, aber ich kann es aufmachen, wenn du willst. Nee, ich mach schon. Wo ist denn dein Vogel jetzt? Hier unten bei mir irgendwo. Er ist auch verloren. Ey, wir haben eh alles verloren gerade. Alle sind die irgendwo jetzt hier. Jetzt komm wieder rein mit deinem Vogel. Komm mal schnell ins Vogelgehege. Ja, ich versuch's, kannst aber... Kannst du irgendwie reinkommen, bitte? Nicht ganz, aber ich versuch's, jetzt Kathi. Eine sehr gute Chance. Genau, aber ich bin gerade leider nicht so leicht da. Aber jetzt ja. Okay, ich bring ihn rein. Du hast aber zugebaut. Ich baue wieder auf. Warte. Ich bin drin. So? Nein, der Vogel ist Vogel weggegangen. Fehlt. Okay, ich hab ihn. Okay, geh du mal. Nee, machst du zu oder ich? Ja. Dann lass ihn los und dann. So, jetzt setz deinen mal runter und dann setz ihn erstmal hin.
Verstehst du? Und dann machen wir, bevor wir rausgehen, einmal ganz schnell drücken. Okay, mach, komm mal einfach schnell raus. Komm einfach schnell raus. Aber meiner flattert. Ihr setzt ihn los. So. Flattert er? Flattert er? Meiner flattert, okay. Deiner nicht. Als ob meiner nicht flattert, ich habe eigentlich angeklickt. Nee, deinen hast du, glaube ich, nicht. Okay, dann drücke ich ihn schnell an. Machst du zu bei mir? Ja. Okay. Und 3, 2, 1, jetzt. Oh nein! Er ist wieder auf deiner Schulter. Du hast aber auch nicht gedrückt, oder was hast du gemacht? Oh, der ist weg. Okay, ist ja nicht sein wieder. Ernst. Ist hol ja nicht sein. Ist ja nicht sein Ernst. Was los? Ich habe meinen auch mühevoll geholt. Das geht jetzt nicht. Du weißt, dass die Folge eigentlich längst vorbei war und wir jetzt die ganze Zeit nur Mist gerade machen, ey. Aber was machst du da unten mit den Dorfbewohnern? Ach, ja, weil die sind da und ich wollte die nur einen Weg nach oben bauen, aber die kommen nicht hoch. Doch, jetzt. Einer kommt. Hinter dir, Vogel. Wir unten. Felix, Vogel. Ja? Wo? Hinter dir. Ja, ja. Hol ihn schnell. Ich kann ihn erst holen, wenn er sitzt. Ihn schnell holen. Super. Okay, warte. Jetzt, das schaffen wir jetzt noch. Du baust hinter mir zu, ja? Ich baue hinter dir zu. Okay. Ja, nicht, wenn ich muss erst raus. Jetzt baust du bitte zu. Ja, jetzt habe ich die Dinger. Du musst selber zubauen. Felix, du hast sie eingesammelt. Du hast sie eingesammelt. Geh raus. Okay. Okay, wir gehen beide jetzt rein und du machst einfach, was ich sage, ja? Aber okay, du hör, machst einfach, was ich mache. Ich hab alles am Start. Du machst einfach, was ich sage. Geh ganz in die Ecke. Okay, und nein! Raus. Gott, oh Gott. Ich hab gesagt, mach, was ich sage. Und du bist von alleine gesprungen und hast ihn weggeworfen. Aber egal, es hat gerade so geklappt. Alle sind drin. Mein Gott, damit, Leute, beenden wir es. Immerhin, die Vögel sind da, bevor wir noch mehr Unheil machen. Alle hauen hier ab. Ich sehe keinen einzigen Dorfbewohner mehr. Ja, die sind irgendwo da unten drin. Ist auch niemand hier? Nein, hier sind sie doch. Ich sehe sie doch. Ja, die sind alle im Verlies, Leute. Das ist wie bei Game of Thrones, letzte Folge oder vorletzte Folge. Die sind alle irgendwo jetzt down in den Katakomben, ja. Das? Alle müssen sich hier irgendwie verstecken vor dem Bösen, was kommen wird, ja. Denn das Böse kommt in der nächsten Folge um 19 Uhr, also Livestream. Also das war heute die letzte Folge und wir machen noch einen Livestream zum Abschluss vom Projekt. Und ist, glaube ich, auch gut, dass wir einen Abschluss haben, Leute, bevor wir alle verrückt werden. Das ist absurd. Ey, wir haben viel geschafft, aber holy shit. Wir sind auch kurz vorm Abkratzen hier, einfach mental. Ist wirklich, ja. Wir sind am Arsch. Aber naja, Leute, immerhin der eine ist da. Immerhin ein Otto ist am Start. Guten Tag. So, du bleibst bitte auch einfach da. Ich habe sie doch aber eben vermehrt. Ja, ich weiß nicht, ob du sie wirklich vermehrt hast oder ob da irgendwas. Die haben ganz viel Love gemacht. Ach, okay. Ja. Immerhin. Leute, das war's für die heutige Folge. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im Livestream. 19 Uhr. Ja, komm mal wieder. Mitleidsdown oben ist angebracht für die letzte vollständige Folge. Das war nämlich die heute. Und dann sehen wir uns morgen bei Kati und bei mir wieder auf dem Kanal. Und dann beschließen wir diese Welt hier für immer. Aber dann könnt ihr sie auch downloaden. Jawohl. Und vielleicht kriegt ihr dann ja die an der richtigen Stelle alle wieder hin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.